Ein recht herzliches Willkommen zurück zu Tomb Raider. Im letzten Part haben wir uns einen Wurf entgegengestellt und den Walkie-Talkie, besonders das Funkgerät, zurückgeholt. Jetzt müssen wir mit der Kletterachse, die wir von Worf bekommen haben, hier herumklettern und da oben, wo das blinkt, ja, das Funkgerät anbringen. Dann machen wir mal. Und zack. Komm da rauf. Ah, okay. Und? Ja, und jetzt? Ach nein, 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 nein. Ich muss was anderes machen. Upsala. Ich muss es ganz anders machen, nämlich ein Klettern. Ah, ja doch, darf ich mir doch. Und zack. Okay. Da lang. Und jetzt müssen wir dort hoch. Oh, das Klettern ist ja gar nicht so schlimm. Oh, geschafft. Gerade so noch. So. Hä? Erkunden Sie Gräber. Hier? Oder hier? Ich geh einfach weiter. Dann gehe ich einfach dieses Grabes. Komm schon, Lara, das schaffst du. Und hopp. Gutes Mädchen. Oh nein, ich glaube, ich muss da springen, oder? Na super. Oh nein, und Shepard, Commander Shepard stimmt auch noch. Den Funkturm? Ja, der funktioniert noch, oder? Vermutlich. Die Leute von uns bewachen ihn. 2,2, es will nicht, dass jemand näher. Glaubst du, er hat Verbindung zur Außenwelt? Warum glaubst du, dass kein Überlebender ist? Oh Gott! Hilfe! Verdammt. So. Was haben wir hier Schönes? Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt.
Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Wahrscheinlich werde ich nicht alle Schriftrollen finden, aber die, die ich finde, werde ich vorlesen lassen. So. Weiter geht's. Oh ne. Ich glaube nicht, dass Lara schwimmen kann. Und zack. Und zack. Wenn ja. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? So, wo lang muss ich nächstes? Da. Na dann. Und hab. Ich hoffe, es sind keine Feinde mehr hier. Ja, das ist nämlich blöd. So. Oh, wo ist denn der? Ach, da oben. Oh, da ist ja was zum Abkacken. Und gib mir den Inhalt. So. Kann ich laufen? Test das mal. Und hab. Ne, ich kann wahrscheinlich nicht danach. Schade. Das ist ja so ein Grab, was ich untersuchen müsste und hab. Signal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Aufwachen, ein Eindringling! Bitte! Das muss alles nicht sein! Verdammt. Verdammt. Hey, hey, aufwachen, ein Eindringling. Du los, bitte, das muss alles nicht sein. Na komm. Boah. Boah. So, her mit eurem Zeug, was ihr eh nicht mehr braucht. Habe ich dich schon untersucht? Ja, dich habe ich schon untersucht. Quetsch, quetsch. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Meinst du ich, Lara? Thank you.
Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Oh, alte Seemannsgeschichten. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Ach ja, Erinnerungen. Könnte schon was Schönes sein. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf. Und da ist der Funkturm. Oh, hier ist das ein... Jawohl. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, wird was Wertvolles entdeckt. Oh, hier ist auch noch was. Hier sind Ratten. Das scheint ein größeres Lager zu sein.
müsste gucken. Uff, das war dumm. Na komm. Scheint dieses Lager zu sein. Oh, hoffentlich nicht groß. Na komm. Die werden wir erstmal los. Oh, ist denn noch jemand? Nee. Offenbar nicht mehr. Hä? Wo ist denn der? Ja. Wo ist denn der andere, den ich gerade erschossen habe? Und ich bin irgendwo. Da. Das scheint gleich keiner mehr zu sein, glaube ich. Das sieht aus wie ein alter Laborkomplex oder sowas ähnliches. Sorry. Legt die erst, wenn die sich trennen wieder. Na komm. Oh, geschafft. Und hab. Hast du eine Kiste? Perfekt. Und hochklettern. Oder? Wie komme ich jetzt darüber? Ah. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Scheiße! Alles klar? Ja, ist okay. Mach einfach weiter.
Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Okay. Ist da jemand? Komm mit, wir sehen nach. Zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Und holen ein paar von den anderen, damit sie uns helfen. Sollen mir recht sein. Dann los. Oh. Verdammt. Wow. Geschafft. Wow. Geschafft. Gut, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal hier und verstecke mich. Und ich beende hier mit diesem Part von Tomb Raider. Bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao.